Sag mal, etwas ist hier während des Krieges passiert. Die Stadt scheint nicht getroffen worden zu sein. Wieso sieht sie dann so aus? Ja, es gab keine direkten Treffer. Die Bomben fielen alle ins Meer, alle in einer schönen Reihe. Mein U-Boot musste nicht mal schießen. Alle Ziele wurden ohne unsere Hilfe zerstört. Wir fragten die Basis nach Befehlen, haben aber keine Antwort bekommen. Die Basis wurde natürlich getroffen. Also fuhren wir hierher. Hier war das Hauptquartier. Als wir die Stadt erreichten, war sie nicht wiederzuerkennen. Damals war es natürlich noch schlimmer. Allein schon der Geruch. Es gab nur wenige Überlebende und selbst das war für uns schon sehr überraschend. Wir sammelten sie von den Dächern, brachten Ordnung rein und siedelten uns am Dock an. Nach und nach wurde es hier recht gemütlich. Zumindest hatten wir kein Problem mit Elektrizität, da die Reaktoren funktionierten. Als der Brennstoff schließlich ausging, hatten wir ein schwimmendes Kraftwerk bereitstehen. All dieser Luxus führte allerdings zu Gerüchten. Daher kamen immer mehr Banditen her, um sich das anzusehen. Eines Tages kam dann Tom hier an. Er bot an, unsere Kräfte zu vereinen. Scharfschütze, runter! Verdammt! Hat er nicht! Alles gut, lass den Kopf unten! Offenbar sind wir sicher. Hast du gesehen, woher die Schüsse kamen? Ich kümmere mich um ihn, du bleibst hier. Bist du sicher? Schnapp ihn dir! Biester!
ist er! Da ist der Schweinehund! Fang eine Kugel, du Drecksau! Die Dinger sind super. Thank you.
solltest dich verstecken. Keine Sorge, jetzt kommt es. Ich sehe dich ganz deutlich. Leute, wie wär's mit etwas Hilfe? Hier ist so ein Irrer, den schaffe ich nicht allein. Keine Sorge, wir machen den Scheißer kalt. Da ist er! Komm sofort raus! Warum zum Teufel versteckst du dich? Verdammt! Du hast es ja schon richtig auf die Nerven! So richtig auf die Nerven. Komm raus und kämpf wie ein Mann! Da ist er! Ah, da bist du! Die Schweine haben ihn erwischt! Thank you.
Tja, ich habe ein ungutes Gefühl. Wir sollten besser alle nach Hause zurückkehren. Such den Drecksker, Leute! Sonst reißt... Das Miststück ist definitiv längst weg. Also gut, ich rauche eine und tu dann wieder so, als sei ich beschäftigt. Der Mistkerl kann nirgends rein. Die Türen sind alle verschlossen. Da müsste er schon fliehen. Was war das? Sie wird wohl nicht aufgehen. Das Geräusch. Da war ein... Tja, ich sollte wohl weniger Fusel treten.
Schicksal. Fürchte den Schicksal. Such den Drecksgarten, Leute! Sonst reiß ich euch den Arsch auf!